So, da sind wir wieder bei Far Cry 3. Ja, nachdem wir ja letzte Folge hier richtig heftig gejagt haben, jetzt sind hier nur Schweine. Sind das jetzt Hausschweine oder Wildschweine? Schauen wir mal. Ah, das ist nur Schweinsleder. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Noch hier so ein Hirsch vor die Flinte springen würde, da wäre ich ja richtig dafür. Aber ich glaube, den Gefallen macht mir das Spiel nicht. So, aber da ganz da oben war ich jetzt auch noch nicht. Kaufen? Was denn? Ernsthaft? Der Jason Brody und du hast keine Ahnung von nichts? Ja. Ist schon gut. Ich bringe es dir bei. Ja, mach das mal. Wir sind eine echte Firma hier. Die Inseln wimmelten nur so von japanischen Soldaten. Findest du eine Leiche? Besorgt dir die Marken. Wir kaufen sie dir dann ab. Was bekommt ihr dafür? Wir benutzen die Marken, um die Familien zu suchen. Und schicken die Leichen dann zurück. Nicht umsonst. Ja. Natürlich nicht umsonst. Die Familien bekommen ihre Angehörigen und wir können weitermachen. Wir sind ja nicht die UNO. Na gut. Ich lass dich wissen, wenn ich Marken finde. Du bist dabei? Super! Aber ich will, dass die Familien Rabatt bekommen. Was? Ganz ehrlich? Du willst die Hilfe von dem Jason Brody, hm? Das ist richtig. Ich werde das so bereuen. Wieso sind da jetzt so plötzlich so viele Dinge aufgeploppt? Steil bergab und ich denke mal, da unten gibt es eine Höhle. Na gut, es wird mir aber hier alles auf der Karte angezeigt. Also ich brauche erstmal eine neue Brieftasche, würde ich sagen. Was war das nochmal? Robuste Kasua-Leder. Scheiße. Na gut, es ist aber direkt hier, wenn wir Glück haben. Und wir haben ja noch die Sniper, also sollte das doch irgendwie möglich sein. Da noch so einen bescheuerten Vogel zu erlegen.
Stein. Ja, aber kein Vogel weit und breit. Nur Pflanzen, Pflanzen, noch mehr Pflanzen. Freunde rum. Aber so ein Kasua wäre jetzt echt nicht schlecht. Ja gut, wenn ich sowieso hier an der Kante bin, dann kann ich auch gerade verkaufen. Beziehungsweise irgendwas kaufen. Ich glaube erstmal schnappen wir uns hier den Bogen. Okay. Tauschen gegen das. So, was haben wir denn alles? Blaues Blatt. Da war eine Leiche. Die habe ich beim ersten Mal gar nicht gesehen, dass da noch irgendwie einer rumhängt.
Okay, aber das sieht noch sehr bewohnt aus, also hier so Feuer anzünden, muss ja irgendwie erst einer gemacht haben vor kurzem. Zweiter Marker. Dann die dritte. Wo sind wir? Da sind wir. So oft wie unsere Freunde da unten immer rumfahren, haben die irgendwo einen geheimen Spritvorrat. So, mir ist aber immer noch kein Kasua vor den Bogen gelaufen. Obwohl da hier soll ja irgendwo soll es die ja geben, laut Karte. Der Marker. Natürlich, wir vergessen hier die Kiste mitzunehmen. Geht ja mal gar nicht. Da sollten wir nicht runterfallen. Das war's dann, Mann. Du bist eine Maschine. Das reicht, um uns das ganze Jahr zu beschäftigen. Jo, was auch immer. Irgendwas da unten geben. Gucken wir doch mal danach. Hui.
Deswegen, wenn wir schon kein Kasua finden. Läuft ja echt Sprit zu viel. Ach, das ist ja mal cool. Irgendeiner geschossen. Ja, schießt doch einer. Das hört sich irgendwie so an, als würde da einer mit einer Sniper schießen. Na, testen wir mal, wie gut wir mit dem Bogen umgehen können. Bescheiden können wir damit umgehen. Verdammt. Hallo. Jora. Keine Sorgen. Ich guck hier nur. Ich weiß auch nicht, warum sie hier geschrien haben. Die Hunde waren weit genug weg. Das sind immer noch keine Wildschweine. Das sind ganz normale Hausschweine, das da. Okay, also damit kann ich wesentlich so aus der Hüfte besser zielen als mit dem Visier. Fuck.
hier sicher wieder wie früher. Okay, also einen Fall getroffen hat, kriegt man den noch wieder. Ah, hier liegt noch einer. Okay. Also wenn man Glück hat und man noch so einen Fall findet, den man irgendwo hingeballert hat, kann man den wieder aufsammeln. Ja, aber das bringt mich ja meinem eigentlichen Ziel irgendwie nicht näher. Okay, und halt anscheinend wirklich Tiere, die spawnen. Also sollte man die so schnell wie möglich plündern. Mein Gott, Mädchen, heul doch nicht hier. Geh in deine Hütte und gut ist. So, wo sind wir denn? Ach, wir haben hier immer noch eine Tötungsmission. Aber erstmal wieder auffüllen. Da kommen wir doch direkt wieder ans Limit. Das ist, ah, das ist rechts. Also ich muss das jetzt nur irgendwo irgendwas verkaufen. Oder beziehungsweise irgendwas kaufen, damit ich hier verkaufen kann. So, Hunde sind nicht so das Problem. Die tauchen überall auf. Den brauchen wir. Schweinsleder brauchen wir nicht. Herstellen. Wozu haben wir denn sonst die Kohle? Greift Fischer in der Kette mit einem Messer. Also die ganzen Tötungsmissionen, da muss man wirklich mit dem Messer machen. So, wie weit ist es weg? Da unten. Ich glaube, da fahren wir auch ein bisschen. Thank you.
Suche. Hey, versuchen wir es mal von hinten. Okay, das ist schon ein bisschen besser. Fuck! Jede Menge Tote! Verfluchte Hitze! Verflucht! Ich finde dich! Den Mistkerl! Ich knall euch ab wie ihr, mein Freund. Komm aus deinem Loch, Lutscher. Wo du auch steckst, ich finde dich. Zusammenreißen, das kannst du doch. Okay, jetzt geht's los. Schwebendes Auto? So, also da unten scheint trotzdem noch irgendwie zwei zu sein. Wäre jetzt cool, wenn die noch mal dahin gehen würden, wo jetzt der Langsam wird mir das zu krank hier. Kommandant sogar steht. Für mich. Oder ist es nur noch einer? Keine Panik jetzt! Diese verfickten Rebellen! Wann geben die endlich auf? Ja, komm raus. Nein. Okay, jetzt geht's los. Hey, bleib mal stehen.
Sind trotzdem noch zwei. Oh, fuck. Wo zum Teufel ist der? Ich geh rein! Wo ist der? Ich krieg echt Plack! Wo ist der jetzt schon wieder? Wo bist du hin? Er ist verschwunden! Ich fass es nicht! Schlitzfischer! Nur ihn hier plündern und nicht unseren Bogen wegschmeißen. Wir haben uns hier gerade so gute Dienste geleistet. In ihren Kisten liegen haben. Smartphones und das bei dem Wetter. Dinger funktionieren doch dann nicht mehr. Mehr. Aber wir bräuchten eigentlich noch so einen komischen Vogel. Und Schweine. Bräuchten wir eigentlich auch. Oh, hier unten. Könnten wir hier unten was haben? Das interessiert mich jetzt noch. Nee, zur Medusa gehen wir noch nicht. Allerdings müssen wir schon wieder fast eine Aufnahmepause hier machen, beziehungsweise eine neue Folge anfangen. Weil die Zeit, die läuft immer hier weg. Cool, Schildkröten. Da hammern. Blop. Ah, wir können endlich eine robuste Brieftasche herstellen. Ach Gott, und für die nächste brauchen wir Haihaut.
Ja, ich glaube, ich habe momentan genug davon. Was ist jetzt mit dem Brief da auf sich? Ah ja, okay. Fieber. Okay, also es sind wirklich Briefe. Was ist das denn? Also. Die habe ich noch nicht gefunden. Zurück. Relikte. Was hat es denn mit denen auf sich? Also, gut versteckt. Heilrelikte findet man unter Wasser. Ach Gott. Nicht einfach zu finden. Rechnet einige Sprengungen durchzuführen. Reiher. Diesem Vogel gewidmet. Also 12 Millionen Relikte, wo man hier finden kann. Also wenn man hier wirklich alles machen will, hat man einiges zu tun. So. Ja, ja. Quietschst du nur. Aber hatte ich da hinten nicht noch so ein Jetski gesehen? Da. Also, das sind unsere Freunde. Da hätte ich das Ganze ja nicht gezwungenermaßen so aufs Land drauf fahren müssen. So, aber ich denke mal. Was haben wir denn hier eigentlich? Scharfschützen-Herausforderung. Die mach, weiß ich nicht. Nee. Lass mal. Ich denke mal, als nächstes gehen wir hier oben hin. Obwohl Wildschweine müsste ich eigentlich auch noch jagen. Na, erstmal porten wir dahin. Und beenden das Ganze für heute. Und sehen uns dann sehr wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder. Mal zuerst machen wir noch das Lager leer und... Ja. Jo. Das war's. Bis dann.